Ich fange an. Anscheinend. Ja, mit wie viel? Hallo, du sagst Hallo? Ach so. Dann geht's los. Ach so. Okay. Wie viele Wörter du dafür nimmst, ist mir egal. 3, 2, 1. Ein Hallöchen an alle da draußen. Wir sind wieder zurück und zwar mit wir, da meine ich die Phönixer, den Sachsen, die Pseudonymer und mich, der Hisho. Und wir spielen seit langer Zeit mal wieder eine Runde Cards Against the Humanity. Against Humanity heißt das Spiel. Das schönste Spiel der Welt. Ja. Das schönste Spiel der Welt. Wir werden uns anstrengen, so freundlich und familienfreundlich wie nur möglich zu sein. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, dass wir alle unsere Kanäle noch nicht monetarisiert haben. So, ab. Also das Spiel ist doch total harmlos. Ja, natürlich. Ich will sagen, was du hast. Es kommt immer nur darauf an, was die Menschen machen. Richtig, die Menschen, die dahinter stecken, zeigen hier ihre wahre Meinung. Ja. Oh. Dann aber zeigen wir mal unsere wahre Meinung. Ich starte mal, ne? Ich muss lesen. Was ist das für ein Lärm? Ach du, es geht sofort los. Okay, warte. Ja. Okay. Ja gut, dann ist sehr eindeutig. Also, was ist das für ein Lärm? Es ist Zwergenwerfen. Oder ist es Boris, der sowjetische Liebes... Ach ja, das oder mit einem Maschinengewehr in die Luft schießen, während man bis zu den Eiern in einem quiekenden Schwein steckt. Also ich finde Boris, ja? Der fehlt der Wodka. Und deswegen ist es so laut. Mit einer russischen Ader. Boris. Ja, bei Boris, sorry, russische Ader, die muss da... Wir Russen müssen zusammenhalten. Ich Fenster hier sperrangeweit auf. Ich auch. Wohnen deine Eltern auch unten runter? Nee. 400 Kilometer entfernt. Die hören das wahrscheinlich. Oh, es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in hineingezogen werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann weg. Das kann weg. Oh Gott. Nein. Das soll nein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Boah. Ich hab nichts, was passt. Eigentlich will ich nichts davon löschen auch, weil das könnte man ja vielleicht nochmal gebrauchen irgendwann. Oder? Das hätte so, gepasst. Lieber Hisho. Wählen Sie Ihre Tür. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage den Drang haben. Hey, was soll das essen? Ich bin schließlich Nacktmusikerin, wie wir vorhin sind. In Kreta hineingezogen werden, ja, das kann man verstehen. Oder? Okay, passt. Ja, ich muss auch sagen, Greta, das ist... Ja, Mann, ich wusste es. Ach komm, bei meiner Oma steht sogar ein Herzchen dahinter. Ja, natürlich meine selber geschrieben. Meine Oma ist nicht selber geschrieben. Aber nee. Greta. Mir fallen selber überhaupt keine Sachen ein. Ich fühle mich übrigens schön mit. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Und ich habe ein bisschen Angst. Löschen. Guck mal, die Phönixer weiß als erstes, womit ich mich schön fühle. Mhm. Ich fühle mich schön mit Hitler. Ja. Das ist nicht schwer, wenn man neben Hitler steht. Ja, also ich meine. Da fühlt man sich sofort schön. Der Sachse fühlt sich übrigens schön mit brennenden heißen Wer hätte das gedacht? Ja, meine geheime Seite. Der Hisho, der fühlt sich übrigens schön mit in der U-Bahn in die Ecke kacken.
Das sieht schön aus. Da kann man erleichtert sein dann. Und die Erleichterung macht einen schön. Lass das dann auch immer von den Zuschauern. Da zeigt man dann seine innere Schönheit. Wenn man jetzt vom Schönfühlen ausgeht, ne? Ich weiß nicht, ob man sich mit brennenden Liebeskugeln unbedingt schön fühlt. Das ist das Feuer der Liebe. Ich weiß nicht. Wir sind schließlich im Liebeshaus. Bei den meisten anderen würde ich das wahrscheinlich nehmen, aber dabei dann in der U-Bahn kacken, weiß nicht. Ich muss das erste nehmen, weil dann daneben fühlt sich auf jeden Fall jeder schön, würde ich sagen. Oder? Ach, toll. Tju, bin ich jetzt Zar? Ja, ich bin Zar. Warum liebt es Robin von hinten? Also, das ist so. Warum? Was? Was ist das denn? Hoffentlich kommt gleich mal so ein das oder das, damit ich die Karten los bin. Nicht löschen. Aha, irgendwer tippt da. Ich höre das. Ich höre das ganz genau. Nächste Anschaffung. Eine Tastatur. Oh. Warum liebt es Robin von hinten? Weil eng ein dehnbarer Begriff. Die war doch bestimmt selbst geschrieben. Warum liebt es Robin von hinten? Weil es der Papst so. Die ist auch selber geschrieben. Warum liebt es Robin von hinten? Kostenloses Proben. Weil er ein dehnbarer Begriff ist, weil es der Papst so will. Ja, ich würde sagen, ja. Sagst du, du hast das mit dem Papst geschrieben, ne? Ja. Ich habe dich tippen gehört und dachte, da kann ich abtippen, dann fällt es nicht auf. Ach so. Ja, guck, sowas haben wir gemacht. Oh, toll. Oh. Plus. Ergibt. Oh. Ach du liebe Zeit. Da sagst du, schreib schon wieder. Nee. Na, Pseudo? Mehr steht da nicht. Pseudo. Steht Pseudonyme. Ja, aber unten, you are the other players are selecting. Pseudo. Das ist schon wieder doof alles hier, aber okay. Wir machen das einfach so. Ich will irgendwie keine Karten selber schreiben. Mir fällt sowieso nichts ein. Okay, also, Frauenwahlrecht und Ax Deo ergibt heiße Leute. Oh. Okay. Putin gut. Und Frauen in Joghurt-Werbespots. Oh, ich hab Angst. Ergibt Russen. Ja, gut. Marvins monströses Muttermal und brennende Hämorrhoiden ergeben Blowjob während der Autofahrt. Die russische Seele. Das ist auch irgendwie das einzige gewesen, was Sinn ergibt. Ja. Weil er Russenorgie selber geschrieben hat. Beim Sex denke ich gerne über. Tja, sagst du, worüber denkst du nach? Ein Wasser. Was? Ist er bei euch auch weg? No. Ja. Ja. Der war wieder. Da ist er wieder. Ich bin wieder da. Dann sag nochmal. Beim Sex denke ich gerne über einen Wahrsager ermorden, um zu zeigen, dass er nicht nach. Phoenixa denkt, ein Mann mittleren Alters auf Rollstuhl. Okay. Und der liebe Hisha denkt über Auschwitz nach. Ja, man soll doch...
Sobald es in die Nazi-Szene geht, nimmt das der Sachse immer. Man muss auch immer so an furchtbare Dinge denken. So, ja, Margaret Thatcher, Auschwitz. Ja, geht. Genau. Ach so. Wir können alles, außer... Lachen. Lachen können wir gut. Also, der Hisho, der kann alles, außer Männer. Die kann er nicht. Die Phönixer kann alles, außer Kreuzzüge. Und der Sachse, der kann alles, außer Inzest. Das wird die Phönixer vielleicht freuen. Ja, sehr gut. Ich bin erleichtert. Freuen. Tja. Der ist jetzt aber schwierig. Ja. Ja, wir nehmen wir das. Und es hat tatsächlich mal, der Sachse genommen. Ah, schön. Das habe ich natürlich gewusst. Dann klappt's auch mit. Okay, das wird so nichts, muss ich alle löschen. Hast du auch so. Ja, Karten. Ja. Ja, gut. Scheiße. Die wird doppelt. So, dann klappt's auch mit Pädophilie. Gut, wir kommen weiter. Dann klappt's auch jetzt. Da reden wir nicht drüber. Nehmen Sie ein klein wenig Olivenöl. Dann klappt's auch mit Zärtlichkeiten aus. Wie das passend, das jetzt mit dem Olivenöl war. So. Nehmen Sie ein bisschen Scheuerpaste, dann klappt's auch mit beim Ritzen abrutschen und die Hauptrolle in Captain Hook bekommen. Das klappt mit Scheuermittel, das würde mich jetzt mal interessieren, wie das funktioniert. Das hätte auch mit Olivenöl gut geklappt. Ach, ich mag das. Wer war das jetzt? Das Sachse. Das Sachse. Da hat er gewonnen. Da hat er gewonnen, ne? Nehmen wir haben nur 3 Punkte. Müssen nicht insgesamt 8 werden. Also, dass jeder 2-mal dran war, ne? Ne, 3-mal? 4? Keine Ahnung. Nein, bis der erste 8 Punkte hat. Ah, okay. Mhm. Gesucht. Okay. Ich find's lustig, aber wahrscheinlich gibt's wieder viel bessere Sachen. Ach, jetzt hörst du schon wieder. Rotkopf bei mir alle weg. Ach. Du brichst bei uns Arme mal weg. Keine Ahnung. Ja. Müsste ich nochmal gucken. Okay. Ja, aber es ist ja nur der Sachse, meinst du? Liegt denn da? Nee, da muss ich doch mal Internet neu stoppen. Also, Irland gesucht. Das ist auch so schwer zu finden. Demnächst auch ohne Brexit, mit Brexit und so weiter. Wo ist Irland? Das ist neben England. Was ist England? Hallo? Gehört zu Amerika. Ich suche Irland. Hat er gekauft. Ach ja. Das heißt dann halt nicht mehr Irland, sondern Amerika. Trumpland. Ja, Trumpland. Trumpland. Johnsonland ist ja auch oder so. Trumpland. Land des Trumpeltiers. Finde ich schön, Trumpland. Okay. Ein trauriger Handjob gesucht. Oh. Und arme, dicke, schwarze, schwule Juden gesucht. Muss eine Filmausschreibung sein. Tut mir leid, ich muss es nicht. Ja, so wie das Spiel heißt. So bekommt man sie alle ins Bett. Der Sachse hat nur so sexuelle Sachen. Ja. Wenigstens habe ich diese Karte aufgehoben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie bekommt er sie alle ins Bett? Oh, was ist los? Das wäre auch nicht... Moment. Oh, verdammt, jetzt habe ich habe fast alle Karten weggeworfen und jetzt habe ich mehrere, die richtig gut sind. Boah. Ist das böse? Ich will mehrere nehmen. Ich auch. Das oder das? Ach, das ist... Ach, die andere würde zu sehr passen. Das oder das? Oder auch nicht. Je nachdem, wie man da zuspielt. Da passen so viele. Ja. Und zwar ein Windfilm voll mit Leichen. So bekommt man sie alle ins Bett. Oder die Liebe für Nexa, sie bekommt ins Gesicht kacken, so bekommt sie alle ins Bett.
So läuft das also bei euch, ja. Die Liebe Pseudonyma? Mit 72 Jungfrauen, so bekommt man sie alle. Ja, ich muss aber sagen, sich kacken, das ist der beste Weg. Wobei, ich finde 72 Jungfrauen finde ich echt passend. Ich fand, das war so wie so ein Buchtitel oder ein Filmtitel, weißt du? Aber das kann ja durchaus sein, dass es 72 alt ist. Ja, gut, das stimmt. Das aber Jungfrauen. Oh, wir müssen. Ja, alte Jungfrauen. Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Boah, das kann ich nicht machen. Das... Ich habe übrigens 0 Punkte. Ich finde das sehr traurig. Ich bin so schlecht. Bin so human. Oh, das passt. Also, das ist so real. Das ist halt echt. Das ist so real. Ich muss es nehmen. Also. Eine Erektion, die länger als 4 Stunden dauert, ist ein schmaler Grat, der zu eine Silvesterrakete aus meinem Arsch starten lassen führt. Okay. Da stehen viel zu viele Sachen. Das kann ich überhaupt nicht in meinem Kopf zusammenführen. Das geht gar nicht. Die Bilder. Also. Gott, wer der denn existieren würde, ist ein schmaler Grat, der zu türkisch schwulen Juden, die brennend im Kreis rennen, führen. So habe ich das noch nie gesehen. Taylor Swift ist ein schmaler Grat, der zu einem Amoklauf in Indien führt. Okay, ich mag die zwar, aber... Nichts mit Baller spielen, Taylor Swift. Ja, das ist die wahre Sache. Die war's. Gab's die da eigentlich schon? Keine Ahnung. Nee. Ich kenne nicht ein Lied von der. Ah, was hilft Merkel beim Entspannen? Der Sachse war recht schnell. Bin jetzt sehr entspannt. Gespannt. Entspannt ist so. Das Falsche. Ach, was soll's. So, ich lebe mit meinen 0 Punkten. Was hilft unserer ehrenwerten Kanzlerin beim Entspannen, Juden? Das gibt Theorien. Das lässt aber viel frei für... Verschwörungstheorien. Aber andere Verschwörungstheorien sagen, dass Frau Merkel sich gerne mit Folgendem entspannt. Sex mit Teleskopladern. Ah, okay. Oh, was ist los? Alter. Ja, gut. Andere Stimmen behaupten wiederum, sie nutzt beim Blowjob in die Eichel bei. Ha. Jetzt müsste geklärt werden, ob sie diejenige ist, die beißt. Ja, natürlich. Ja, also in Angesicht der Tatsache. Vielleicht guckt sie sich das nur an. Und aktuellen Geschehnissen, ich habe gehört, sie hat sich ja, ihr Mann ist ja angeblich weg oder so. Vielleicht, nein. Oder Sex mit Teleskopladern, das ist ja, würde ja auch. Die arme Frau. Manche. Egal, was du nimmst, sie kann nur verlieren. Der Sachse. Der Sachse, der ist so unmenschlich, ne? Okay, ich beschließe jetzt schon mal, nächste Runde gewinne ich, okay? Mhm. Das ist ein sehr guter. Was verbergen meine Eltern vor mir? Oh, jetzt bin ich gespannt, Sachse. Wenn es Anna weiß, dann du. Was? Keine Ahnung, was das ist. Das sind die besten Antworten, wenn man nicht weiß, was es ist. Der Sachse tippt. Dann kriegt er den Punkt jetzt eh. Wer ist klar? Ich bin jetzt immer zwischen zwei Karten hin und her gesprungen und ich weiß nicht, welche ich jetzt. Ich wusste jetzt absolut nicht, was ich nehmen soll. Was verbergen meine Eltern vor mir? Schlampen. Ja gut, warum sollten die das verbergen, ne? Stattdessen verbergen sie maximal pigmentierte von mir. Oder Geburtstagsgeschenk. No.
Ja. Hey! Hey. Ich habe einen Punkt, ich bin glücklich. So, jetzt kann das Spiel enden, ich habe einen Punkt. Ja, alles ist gut. Was ist denn das? Ach so, oh meine Güte, ich habe diesen Begriff falsch gelesen. Mir zeigt es nur eine Hand. Waffel oder was? Ach jetzt, die beste Waffe ist... Die beste Waffe ist... Jetzt mir alles egal. Ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt, das reicht. So, was ist denn die beste Waffe? Die beste Waffe für Phoenixer ist... Obdachlose? Okay. Von... Vorwärts! Los, Armee! Lauft, ohne Schuhe! Für die Kryptonima ist die beste Waffe mein Sexleben. Okay. Und von neben Hisho? Goebbels. Ja, der war groß und schwer und wenn man den irgendwo draufgeworfen hat, ist der sicherlich explodiert. Ich muss aber trotzdem sagen, so eine Armee ob bestimmt was. Der da hat einen Euro für euch. Der hat gesagt, ihr seid schwach. Fühlt euch bitte nicht getriggert. Wie nennt sie deinen Schwanz? Finde ich, du weißt, das muss der Wahrheit jetzt entsprechen. Ne? Oh, Schatz, es tut mir leid. Und Schatz, ich hoffe, du weißt, wie ich den nenne. Kleiner Schnullibert. Schnullibert. Wenn das einer nimmt, das nehme ich auf keinen Fall, weil es vorgesagt war. Nur, dass ihr es wisst. Ja. Er weiß es nicht. Na toll. Dum, dum, dum. Also, die Phoenixer nennt ihn. Guck mal her, die 30 Zentimeter. Ich weiß nicht, wie lang das hier ist. Sind das 30? Ja, sind 30. Gut, kann es wieder Gag gehen. Da steht zwar sie, aber ist egal. Der Sachse, der nennt seinen Gammelobst. Und der Hirsch, der nennt den Prinzessin. Also, es tut mir leid, aber mir gefällt irgendwie das Gammelobst nicht besser. Ja. Das hat so gut gepasst. Tut mir leid, Schatz. Hisho, Prinzessin? Mir fiel der Name nicht mehr ein. Es gab einen tollen Film, dieses, wie werde ich ihn nennen? Nicht doch, wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Okay. Ja. Und, da, ja, wie nennt sie denn da? Und dann fängt sie Crawl an. Crawl the Warrior, irgendwas. Genau, und er sagt so, ja, ich würde meinen Penis Crawl the Warrior King nennen. Und sie nennt ihn, fängt an, dann ihn Prinzessin irgendwas zu nennen. Aber ich weiß nicht mehr, partout nicht mehr was. Oh, den Film habe ich schon so ewig nicht mehr geguckt. Ja. Oh, Harry Potter und... Ah. Puh. So, der neue Harry Potter-Film, also es soll ja jetzt wahrscheinlich aus Geldnöten, muss die gute Frau weiter Filme und Bücher schreiben, also Bücher und dann da, der nächste Harry Potter-Film, da ist Harry Potter schon alt und heißt Harry Potter und Schamlippen einer nordafrikanischen Albino-Negerin. Das ist wahrscheinlich irgendwas Mystisches. Weil sie damit so wahnsinnig viel Erfolg hat, schreibt sie ein weiteres Buch, Harry Potter und Meine Hand in deiner Hose. Das ist übrigens der Sexableger von Harry Potter. Sie versucht es dann auf dem Pornobereich. Nochmal. Und als drittes, da wird sie dann von Virgin gesponsert. Die machen dann wirklich eine hochbezahlte, super gut ausgestattete Harry Potter-Version mit lauter russisch. Jetzt verrate ich alles, bevor du den Titel verraten. Akzentuierten Menschen. Und zwar heißt es Harry Potter und nachts joggen gehen, damit man vielleicht eine Frau zum Vergewaltigen findet. Ja. Der Film war übrigens irgendwie nicht so gut. Harry Potter und meine Hand in meiner Hose. Das würde ich mir irgendwie... Ich habe 2 Punkte. Was ist? Was denn da los?
meine Tür ist zugeknallt. Ja, also Harry Potter und meine Hand in deiner Hose würde ich, glaube ich, mir auch angucken. Das ist irgendwie, glaube ich, auch interessant. Ach, schön. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Was war das für eine Lache? Das war ein Pusten. Was? Das ergibt alles keinen Sinn. Bei mir auch, Bruno. Mal etwas löschen. Da sagst du, brauchst bloß nur einen Punkt, dann hat er gewonnen. Dann ist er der unmenschlichste von uns. Das ist wenig überraschend. War ja klar, oder? Hm. Ach Quatsch. Ich nehme jetzt eine Karte, damit die auch dann wegkommt. Vielleicht gewinnt ja jetzt der Sachse direkt. Ich glaub's nicht. Also, der Sachse verzichtet in der Fastenzeit auf Twittern. Hm. Ui. Weil er das ja sonst so viel macht. Ja, ständig. Ständig lese ich was von dem. Hisho verzichtet auf Spritzen. Den behältst du dann alle für sich. Da gibt doch nicht sharing is caring, aber Fastenzeit, da muss man den Leuten ja auch helfen. Und die Pseudonyma verzichtet auf kaputte Kondome. Also ein kaputtes Kondom. Nur eins. Das dann immer wieder benutzt wird. Könnte man mit der Waschmaschine teilen. 3 Punkte, was denn hier los? Jetzt macht sie jetzt. Jetzt holst du das Feld von hinten auf. Oder ist auf? Ja. Hä? Nochmal dasselbe? Hä? Was? Das kannst du aber, glaube ich, weg. Ja, ich mach's weg. Ja. Okay. Das ist eine schöne Frage. Als ich auf LSD war, verwandelte es. Und hätte ich was Passendes gehabt. So, teilt mal eure Erfahrung. Ishu hat seine Erfahrung schon geteilt. Tut mir leid, ich bin völlig. Jetzt habe ich eine Chance, das überfordert mich. Dieser Druck. Ja. So. So, also dann. Der liebe Hisho, bei ihm verwandelte sich seine Vagina in erotische Harry Potter Geschichte. Die gibt es ja wirklich zuhauf, ne? Ja. Ja, Fanfiction ist krass. Alter, Falter, was die da so ab. Ich habe mir mal sowas mit Draco und Hermine da mal. Und das sind dann aber wahrscheinlich immer Leute, die Pornos total abartig finden. Genau. Die liebe Phönixe, hier verwandelt sich ihre Prostata in. Unter L. Zeig's mal an. Ach, Vergewaltigung? Ach so. Nee, das hat zwar mir gerade nicht geöffnet. Ja, aber es war jetzt so, ach, Vergewaltigung. So. Und beim, ja, fällt jetzt, ach ja, der Pseudonyma. Bei der lieben Pseudonyma verwandelt sich bei ihrem LSD-Trip das Herz eines Kindes in 50 abgeschnittene ethische Freunde. Okay. Alles auf passiert. LSD kann echt viel passieren. Ne? Ja. Ich glaube, ich soll darauf verzichten. Ach, schön. Nach dem Erdbeben brachte Frank-Walter Steinmeier den Haitianern Folgendes. Wir werden es gleich erfahren, liebe Zuschauer. Die Spannung, die steigt. Noch keiner hat sich entschieden. Alle. Oh! Der Hisho und der Sachse, die haben sich gleichzeitig entschieden, wir warten nur noch auf die Phönixer. Die Phönixer hat es auch geschafft. Yay! Und zwar hat der Herr Steinmeier den Haitianern gebracht. Ein Pferd ohne Beine. Damit die das über den Strand rollen können. Yay! Und außerdem hat er ihnen gebracht Guantanamo. Da fällt mir nichts ein. Und was er auch gebracht hat, nackt, zerhackt und angekackt. Teil 1 bis 45. Damit die Haitianer was zum Gucken haben. Endlich mal was zu gucken haben und sie ein bisschen ablenken können. Das finde ich eigentlich am nettesten. Deswegen gehen wir das. Das war so klar, dass das von Sachsen ist.
Phoenix, bist du zum Ausleihen? nee. Habe ich alle zu Hause. Ach so, du auch. Ja, sag es nachher. Sag es nachher. Und wir sind bei einer halben Stunde. Ist das perfekte Zeit, ne? Ja, perfekt. Dann können wir eine Runde machen. Mhm. Ja, kann man doch noch. So, dann. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann noch eine Rolle spielen. Vielleicht kriege ich dann auch bessere Karten. Und ja, die Pseudonyme hat ja eine Ansage gemacht. Ach, scheiße, ja, stimmt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Tschüss. Ciao.